7 seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der ikonischsten Gaming-Boss-Gegner aller Zeiten. In dieser Liste gehen wir auf die denkwürdigsten Endgegner in Spielen ein, die den größten Eindruck hinterlassen haben. Da Bosse, die in langlaufenden Franchises immer wieder auftauchen, länger Zeit haben, um sich bemerkbar zu machen, gibt es hier mehr von ihnen. Auch wenn Bosse, die nur einmal auftauchen, immer noch beeindruckend sein können. Falls wir deiner Meinung nach einen berühmten Bossgegner vergessen haben, lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Ridley, Metroid-Reihe. Obwohl er normalerweise nicht der Endboss der meisten Metroid-Spiele ist, war Ridley schon immer die hartnäckigste Nemesis für die Protagonistin Samus Aran. Ridley sieht aus wie ein mechanischer Drache in verschiedenen Größen und arbeitet für Samus Hauptfeinde, die Weltraumpiraten. Ridleys Bosskämpfe gehören in der Regel zu den herausforderndsten in jedem Spiel, in dem er auftaucht, da seine hohe Mobilität und die große Vielfalt an Angriffen dem Spieler mehr als gewachsen sind. Angesichts seiner Neigung, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, bezweifeln wir, dass wir Ridley in nächster Zeit loswerden. Nicht, dass wir das wollten. Er ist fantastisch. Platz 9. Cyber Demon, Doom-Reihe. Der Cyber Demon ist die ultimative Verschmelzung von dämonischem Hass und zukünftiger Wissenschaft und ähnelt meist einem Cyborg-Minotaurus. Er ist einer der mächtigsten Bosse der Doom-Serie. Ausgerüstet mit mächtigen Waffen und einer Menge Lebenspunkte können Cyberdämonen eine gewaltige Herausforderung für jeden angehenden Doomslayer sein. Es gibt keinen Grund, seine stärksten Waffen nicht gegen ihn einzusetzen, denn wenn du das nicht tust, wirst du sterben. Mit ihrem coolen Design und ihrer überwältigenden Stärke sind Cyber Demons einer der bekanntesten Doom-Feinde. Nur wenige Boss-Charaktere haben das Zeug zum Maskottchen einer Spielserie, aber der Cyber Demon ist einer von ihnen. Platz 8. Mecha-Hitler, Wolfenstein 3D. Einer der bekanntesten Schurken des realen Lebens war der Nazi-Führer Adolf Hitler. Doch während Soldaten im echten Leben eines Bosskampfes beraubt wurden, gab dieser bahnbrechende FPS den Spielern die Möglichkeit, das zu tun, was die Geschichte nie konnte: ihn in Stücke zu sprengen. In Wolfenstein 3D ist der Führer allerdings mit einem mechanischen Körper oder Anzug sowie 4 Kettenpistolen ausgestattet, sodass es nicht einfach ist, ihn zu Fall zu bringen. Aber wenn du den Kugelhagel überleben kannst, ist der Sieg über den Robo-Nazi einer der befriedigendsten Bosskills überhaupt. Mecha-Hitlers bizarres Konzept und sein Platz im ersten Ego-Shooter haben dazu beigetragen, ihn zu einem der kultigsten Endgegner zu machen. Eva, auf Wiedersehen. Platz 7. Nemesis. Resident Evil 3. Nemesis. Sie benannten das Spiel nach ihm. Natürlich ist er eine Ikone, aber Nemesis ist mehr als nur ein Name. Nemesis ist ein Zombie mit Superkräften, einem furchterregenden Grinsen und einem großen Groll gegen Stars, der den Spieler während des gesamten Spiels unerbittlich verfolgt.
kann nicht nur viel besser Treffer einstecken als du, er kann auch einen Raketenwerfer bedienen. Du hast zwar die Möglichkeit, ihn zu bekämpfen, aber in den meisten Fällen ist es am klügsten, wegzulaufen. Viele Bosse haben nur eine Chance, einen Eindruck zu hinterlassen, aber die Tatsache, dass Nemesis dich weiterverfolgt, bedeutet, dass wir ihn nie vergessen werden oder seinen ständigen Refrain von Stars. Platz 6. Dr. Willy, Mega Man-Reihe. Er sieht zwar aus wie Albert Einstein und hat auch den gleichen Namen wie dieser, aber zwischen Dr. Willy und dem realen Wissenschaftler gibt es keine Gemeinsamkeiten. Dr. Willy ist ein genialer Robotiker, aber anstatt seine Roboter einzusetzen, um den Menschen zu helfen, will er mit seinen Kreationen die Welt erobern. Zum Glück wird das von Mega Man immer vereitelt, dennoch macht es Willy dem blauen Bomber nicht leicht. Zusammen mit 8 Robotermeistern zwingt Willy dich normalerweise dazu, seine verschiedenen Schädelfestungen anzugreifen, bevor du gegen den verrückten Doktor selbst antreten kannst. Und die Chancen stehen gut, dass er eine fliegende Untertasse benutzen wird. Und egal wie oft Willy um Vergebung bittet, er lernt seine Lektion nie und wir würden es nicht anders haben wollen. Platz 5. Dracula, Castlevania-Reihe. Der Mensch mag ein miserabler kleiner Haufen voller Geheimnisse sein, aber hier gibt es kein Geheimnis. Dracula ist der Castlevania-Boss. Basierend auf dem berühmten fiktiven Vampir herrscht Dracula über das titelgebende Schloss und scheint immer einen Weg zu finden, vom Tod zurückzukehren, um sowohl die Familie Belmont als auch die Spieler heimzusuchen. Mit seinen eleganten und monströsen Gestalten und seinen Fähigkeiten, die von Feuerzaubern bis hin zu Gestaltwandeln reichen, ist Dracula ein ebenso typischer Vertreter der Castlevania-Spiele wie die Belmonts, vielleicht sogar noch mehr. Schließlich gibt es ohne Dracula kein Schloss und Vania hat einfach nicht den gleichen Klang. Platz 4. Dr. Eggman, Sonic the Hedgehog-Reihe. Apropos verrückte Wissenschaftler, die von Robotern besessen sind. Dr. Robotnik und oder Eggman ist der Erzfeind von Sonic the Hedgehog. Der eiförmige, walrossbärtige Größenwahnsinnige will die Welt beherrschen. Seine Methoden beruhen in der Regel auf der Verwandlung von Tieren in Roboter oder auf der Verwendung eines beliebigen MacGuffin aus dem jeweiligen Spiel, um seine Ziele zu erreichen. Mit seinen Armeen von Bots und mehreren Mechs, die wie er selbst geformt sind, ist Eggman Sonics hartnäckigster Widersacher geblieben, auch wenn er sich gelegentlich mit Sonic zusammentun muss. Ganz gleich, wie er heißt oder auf welcher Seite er steht, dieser Doktor ist genauso berühmt wie das schnelle blaue Säugetier, das er so sehr hasst. You are so easily tricked. All I did was wait for you to bring it to me. Platz 3. Sephiroth, Final Fantasy 7. Wenn das hier eine Liste der coolsten Bosse wäre, wäre Sephiroth auf dem ersten Platz. Sephiroth, der Erzfeind von Cloud Strife und der wohl kultigste RPG-Boss aller Zeiten, hat alles, was für ihn spricht. Er hat das knallharte Aussehen, ein riesiges Schwert, eine eindringliche Hintergrundgeschichte und eine phänomenale Bossmusik. Er ist sogar in Spielen außerhalb seines üblichen Franchises aufgetreten, sowohl als Boss als auch anderweitig. Doch obwohl Sephiroth so legendär und beliebt ist, sind seine Auftritte immer noch relativ selten, zumindest im Vergleich zu einigen anderen Bossen. Not yet. Platz 2. Ganon, The Legend of Zelda-Reihe. Ganon, je nach Spiel und oder Zeitlinie auch Ganondorf genannt, ist das ultimative Böse der The Legend of Zelda-Spiele. Einst ein Mensch wurde Ganon durch Magie und das Triforce der Macht korrumpiert und verwandelte sich in eine monströse, eberähnliche Gestalt.
Ganon ist der dritte Teil der heiligen Dreifaltigkeit dieser Spiele und dazu bestimmt, mit Link, Zelda und ihren Nachkommen bzw. Reinkarnationen in Konflikt zu geraten. Ganon hat im Laufe der Jahre viele Formen angenommen und jede bringt etwas Einzigartiges mit sich, doch alle haben seine Essenz als machthungriger und einschüchternder Bösewicht beibehalten, der zu den Besten der Gaming-Geschichte gehört. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. GLaDOS, Portal-Reihe. Portal wäre nicht Portal ohne diese urkomische und dunkle KI. Was it worth it? Because despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my heart. Dingo Dial, Crash Bandicoot-Reihe. Albern, grob und feuerbegeistert. Dingo Dial ist ein großer Spaß. King K. Rool, Donkey Kong-Reihe. Ein königliches Reptil, das sich als der größte Feind von Donkey Kong erwiesen hat. Psycho Mantis, Metal Gear Solid. Dieser psychische Feind hat uns so sehr erschreckt, dass wir immer noch nicht darüber hinweg sind. I'm Psycho Mantis! That's right, this is no trick, it's true power. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1, Bowser, Super Mario Reihe. Du hast Donkey Kong erwartet? Der große Affe mag zwar Marios erster Gegner gewesen sein, aber Donkey Kong hat sich weitgehend gebessert, während Bowser Marios Erzfeind bleibt. Bowser entführt seit Jahrzehnten Prinzessin Peach und die große, feuerspeiende Schildkröte scheint sich durch seine ständigen Niederlagen gegen Mario nicht entmutigen zu lassen. Jeder seiner Bosskämpfe hat sich in unser kollektives Bewusstsein eingebrannt, dank der großen Anziehungskraft von Mario. Wenn man dann noch sein einprägsames Design und seine fast schon liebenswerte Persönlichkeit hinzunimmt, ist es nicht schwer zu verstehen, warum Bowser nicht nur zum König der Koopas, sondern auch zum Boss aller Videospielbosse geworden ist. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.